Video. Wir sind heute in der Rhön bei Familie Henkel auf dem Betrieb und schauen uns ihre Heutrocknungsanlage an, die sie vor circa einem Jahr gebaut haben. Ja, vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen und dass Sie uns einen kleinen Einblick in Ihren Betrieb geben und in die Heutrocknung, worum es ja heute hauptsächlich gehen soll. Fangen wir doch vielleicht mal an. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihren Betrieb. Also wo sind wir hier? So ein bisschen die Betriebsstruktur. Was sind so die Hauptschwerpunkte im Betrieb? Einfach mal so ein bisschen, dass wir einen Überblick kriegen. Ja, wir sind hier in der hessischen Rhön, ganz im östlichsten Zipfel von Hessen. Und bewirtschaften hier regionengemäß einen Grünland betonten Betrieb mit Schwerpunkt Milchviehhaltung. Das ist ein Biobetrieb. Wir haben noch 70 Mastschweinplätze und Direktvermarktung angeschlossen. Das ist so als Besonderheit des Betriebes. Und aber wie gesagt, der Fokus liegt halt deutlich auf Milchproduktion, also Milchproduktion. Und ja, da versuchen wir uns halt immer so ein bisschen weiterzuentwickeln. Und die Eltern haben vor 32 Jahren schon auf Bio umgestellt. Und da war für uns dann eben der nächste Schritt, eben uns wieder so ein Stück weit abzusetzen von dem anwachsenden Biomarkt, dass wir sagen, okay, wir suchen uns eine Nische in der Heumilchproduktion. Wie viele Kühe melken Sie so zurzeit? Wir haben 60 Kühe und halt die entsprechende Nachzucht. Wir stellen also auch die männlichen Tiere überwiegend auf, beziehungsweise verkaufen wir die Kohlenkälber in der Region. Eine weitere Besonderheit ist jetzt seit 2 Jahren, dass wir die Kälber an der Kuh großziehen. Also das heißt, eine Woche bis 14 Tage an der Mutter und dann haben wir dann angebundene Kälberaufzug. Haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen jetzt gemacht in den letzten 2 Jahren. Und ja, weil es auch irgendwo immer ein gewisses einen arbeitswirtschaftlichen Vorteil hat und sicherlich auch das Image so ein bisschen positiv darstellt. Genau. Ja, kommen wir mal auf das Thema Heutrocknung zu sprechen. Also so ein bisschen, fangen wir mal an, was waren denn Ihre Beweggründe, die Sie so ein bisschen in dieses Thema reingebracht haben und was dann letzten Endes auch so der ausschlaggebende Punkt war, warum Sie gesagt haben, wir investieren jetzt hier tatsächlich in diese Heutrocknungshalle und stellen unser komplettes System auf den Betrieb dahingehend um. Wenn Sie das vielleicht mal erläutern könnten. Ja, also das kam eigentlich mehr oder weniger aus dem Urlaub heraus. Ne? Also Vater war damals im Bregenzerwald. Bregenzerwald in 2014 und kam dann, hatte dort einen kleinen Betrieb besichtigt. Ja, Josef hat es schon gesagt. Wir haben vor über 30 Jahren den Hof auf Bio umgestellt und jetzt war auch die Frage, wie geht er in der nächsten Generation, wie wird er sich weiterentwickeln und da mittlerweile ja Bio schon fast Standard ist und auch das, was im Moment auch die Diskussion, die gesellschaftliche Diskussion um Tierwohl und Bewirtschaftung und Nachhaltigkeit. Und da haben wir gesagt, dann müssen wir eigentlich noch einen Schritt weitergehen. Und da kam dann so die Initialzündung im Urlaub im Allgäu und im Bregenzer Wald, wie wir da Heutrocknungsanlagen gesehen haben. Und da sind wir heimgefahren, haben gesagt, Mensch, das, was da möglich ist, muss doch hier auch möglich sein. Und dann ging das eben los. Dann haben wir in der Familie uns erstmal informiert und abgestimmt. Und irgendwann kam dann der Schluss, dass wir gesagt haben, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Einmal die ganze Klimabilanz, die ganze Nachhaltigkeitsgedanke, Tierwohlgedanke, aber auch, und das ist uns damals aufgefallen oder später dann auch auf vielen Höfen, auf denen wir waren, Heumilchbetrieben, die waren gelassener, die waren irgendwie lockerer und hatten eine gewisse Lebensqualität auch. Und das ist eigentlich das, was wir anstreben. Und so ist eben dann ein Stein nach dem anderen aus dem Weg geräumt worden und konnten dann in 2020 beginnen mit dem Bau der Anlage und haben sie jetzt in diesem Jahr in 2021 in Betrieb genommen und müssen jetzt feststellen, genau das, was wir dort von den anderen erzählt bekommen haben, das ist bei uns auf dem Hof jetzt Wirklichkeit. Jetzt diese ganze auch Arbeitserleichterung und wenn man sieht, wie die
Tiere wie die Kühe, wie gerne die das fressen. Und die Trockenmasseaufnahme bei 20 Kilo und die Kraftfuttereinsparung, die wir schon erzielt haben. Und wir brauchen im Winter, letzte Woche hat es geschneit, da brauchen wir nicht mehr raus und Silo abdecken, sondern wir setzen uns einen Kran, machen den Wagen voll und fahren noch einen Futtertisch und da ist gefüttert. Also das sind alles so Aspekte. Also muss ich sagen, für mich ist das das Sahnehäubchen unserer betrieblichen Entwicklung. Dass ich für mich ist das das Schönste, dass ich das so noch am Ende meiner Betriebsleitertätigkeit erleben durfte. Also das war der krönende Abschluss und ich würde es jedem Kollegen gönnen, auch dieses Glück zu erleben. Ja, also ich glaube, jeder spürt, wie begeistert Sie von dieser Geschichte sind. Wollen Sie vielleicht noch was dazu sagen? Ich kann mich da nur anschließen. Also wir kamen beide von Praxisbetrieben und wurden dort geimpft, sage ich mal. Also das war wirklich so. Der Vater kam damals aus dem Urlaub und sagt, Mensch, Heutrocknung und ja, alles gut und schön und super und kann man das umsetzen und macht das überhaupt Sinn und man hat da noch gewisse Vorbehalte gehabt und erst als ich dann selber auf dem Betrieb war, das war wohlgemerkt ein Vollerwerbsbetrieb mit 24 Kühen in hohen Logen und da kann ich das absolut bestätigen. Also die waren da komplett entspannt, die Leute, die hatten natürlich auch eine gute Vermarktung für die Heumilch und das ist einfach das ist einfach eine ganz andere Lebensqualität. Also als wenn man jetzt ständig irgendeine weiße Masse auf dem Weltmarkt verramschen muss oder man hat halt wirklich ein Produkt, was nicht leicht zu ersetzen ist und wo man einfach eine gewisse Wertschöpfung auf den Hof bringen kann. Ja, kommen wir doch mal zur Heutrocknung an sich zu sprechen. Wir stehen ja hier in der Halle drinnen und leider können die Zuschauer das ja nicht riechen, aber es ist Wahnsinn, dieser Heuduft. Ja, Sie hatten eben schon angesprochen, wann die Anlage gebaut worden ist und seit wann sie jetzt dann auch letzten Endes in Betrieb ist. Können Sie vielleicht mal so grob skizzieren, wie die Anlage funktioniert und was so die Kapazitäten sind und so weiter? Also wir haben uns für eine Entfeuchtertrocknung entschieden. Also das heißt, unsere Energiequelle ist Strom. Wir trocknen die Luft praktisch runter. Haben auch von verschiedenen Experten gesagt bekommen, dass das eigentlich die effizienteste Art und Weise ist, Luft zu entfeuchten oder zu trocknen, beziehungsweise Heu. Und haben uns deswegen auch dafür entschieden. Allerdings auch mit, ist es ein Mischpaket mit Solarwärme. Also wir können bei unserer Anlage die Warmluft vom Dach absaugen, was auch wirklich energietechnisch Wahnsinns Einsparpotenzial hat. Also wenn man sich vorstellt, dass man im Sommer wirklich am halben Tag einfach nur die Luft bewegen muss und ansonsten der Rest macht die Sonne, sind wir da energietechnisch, denke ich, schon auf einem ganz guten Weg. Und diese Anlagen sind jetzt, wir haben jetzt das Rad nicht neu erfunden. Die gab es in den 60er Jahren schon unter Dachtrocknung, wurde das einfach mit Kaltluft damals gemacht oder halt mit einem Ölbrenner im besten Fall noch, aber das ist natürlich dann aus Nachhaltigkeitssicht dann wieder irgendwo schwierig und deswegen haben wir uns dann für eine hocheffiziente Entfeuchtertrocknung, die wir dann nachts oder bei schlechten Witterungsbedingungen dann zuschalten können. Und wie ist es so von den Kapazitäten her, also wie ist es jetzt, ist die Anlage gestaltet, kriegen Sie jetzt den kompletten Ertrag oder die komplette Ernte von Ihren Flächen hier unten? Also wie gesagt, man muss das den ersten Schnitt haben wir jetzt auf dreimal aufgeteilt und das ist eigentlich auch so das, was man schaffen kann, weil man muss jetzt auch bedenken, dass man bei der Heuernte muss man den Tagesrhythmus anders mit einbeziehen in die Ernte. Also bei Silage spielt es dann keine Rolle, ob es abends mal 11, 12 Uhr wird. Hier müssen wir schon darauf achten, wenn dann abends die Luftfeuchtigkeit wieder hochgeht, hat man wieder unnötig viel Wasser rauszutrocknen und das muss man dann hier bei beachten und deswegen ist das von der Schlagkraft nicht so wie bei einer Silagewirtschaft, allerdings auch der Tatsache geschuldet, dass wir eben noch nicht so oder erst das eine Jahr Erfahrung haben. Wenn wir gerade schon bei dem Punkt sind, dann würde ich da noch mal näher drauf eingehen. Jetzt beim Punkt Ernte. Wie ist das im Vergleich, wenn ich jetzt Bodentrocknungsheu mache? Was sind da die Unterschiede oder im Vergleich auch zur Siloernte? Sie hatten es eben angesprochen. Wo liegen da die Unterschiede? Wo muss man da den Fokus eher hinlegen? Wenn Sie das noch mal ein bisschen näher erläutern könnten. Im Vergleich zur Silo-Ernte hat man natürlich keine oder nicht so diese Arbeitsspitzen. Also wir haben vorher haben wir dann diese 65 Hektar in zwei Tagen dann geerntet, einen Tag mähen, einen Tag heimfahren, dann alles mit dem Lohnunternehmer.
Das haben wir uns von vornherein gesagt, das geht dann bei der Heuwerbung nicht mehr. Da müssen wir flexibel sein, weil wir eben auch reagieren müssen. Wie lang ist der Tau da? Wann können wir anfangen zu fahren? Und eben durch die kleineren Chargen haben wir gesagt, müssen wir uns flexibel aufstellen und haben es deshalb für einen eigenen Ladewagen entschieden, den wir auch bewusst mit Förderschwingen angeschafft haben. Das ist ja eigentlich auch nicht mehr so gang und gäbe, um einfach das Futter möglichst schonend in die Halle reinzubekommen. Genau, im Vergleich zum Bodenheu, wir gehen jetzt praktisch her und mähen das morgens oder vormittags das Gras und können dann beim ersten Schnitt, wird es dann gleich gewendet, am nächsten Tag nochmal und können das dann am dritten Tag im Prinzip dann einfahren, wo man dann früher nochmal hat wenden müssen und vielleicht schwaden müssen und vielleicht, wenn man Glück hatte, konnte man dann abends dann pressen oder halt dann eben noch einen vierten Tag hinten dranhängen. Und das hat man eben nicht. Das ist der Aspekt des Wetterrisikos, der ist dann im Vergleich zum Bodenheu natürlich auch positiv. Wie ist das von der Feuchtigkeit her? Also wie feucht kann tatsächlich die Ware sein, wenn ich sie hier drinnen dann einlagern und trocknen will? Theoretisch können wir das Heu ein bisschen trockener als Silo reinfahren. Ist natürlich energietechnisch macht es Sinn, das relativ lange draußen liegen zu lassen. Dann darf man natürlich die Bröckelverluste nicht außer Acht lassen. Also so ab 70%, ich denke so zwischen 65% und 70% Trockenmasseanteil, das ist, denke ich, so das Optimale. Wie ist es von den Inhaltsstoffen jetzt her, wenn man das jetzt mit Silage vergleicht, dieses Heu hier, im Vergleich vielleicht auch zu Bodentrocknungsheu, wo bewegen wir uns da? Also wir haben jetzt so Bodentrocknungsheu keine Vergleiche, aber das ist natürlich von den Werten eher wie die Silage, die wir früher gemacht haben, wohlgemerkt wie die gute Silage. Also wir haben jetzt beim zweiten Schnitt Werte herbekommen, die hatten wir früher selten. Das ist was ganz anderes und das sieht man dann natürlich dann beim Fressverhalten der Tiere dann natürlich wieder. Da sind wir bei 20 Kilo Trockensubstanzaufnahme pro Kopf. Und das bestätigt einem natürlich dann auch, dass man da entgehend schon was richtig gemacht hat. Wenn wir gerade schon bei den Tieren sind, wie sind da so jetzt auf die ersten Erfahrungen mit der reinen Heufütterung, wenn wir uns das Tier betrachten, also hinsichtlich Futteraufnahme hatten Sie schon angesprochen, aber auch vielleicht so Punkte wie Milchleistung, Milchqualität oder auch allgemein das Wohlbefinden der Tiere, wenn Sie da vielleicht noch was zu sagen können. Ja, also man sieht da schon eine gewisse Begeisterung in der Herde, wenn man dann mit dem Ladewagen auf den Futtertisch fährt und da ist dann ist alles andere egal. Ne? Also das merkt man schon im Vergleich zu früher. Das kann man eigentlich immer nur vom Sommer, wenn man dann mit dem ersten Grünfutter dann reinkam. So ist das jetzt irgendwo jeden Tag mit dem Heu. Und in Zahlen kann man da sagen, also wir haben jetzt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Kraftfuttereffizienz um ein Viertel steigern können. Also das heißt, pro Kilo Milch haben wir 60 Gramm Kraftfutter eingespart, was ja auch schon mal ein Wort ist. Ne? Und ich denke, dass man da, dadurch, dass die Herde jetzt aktuell überwiegend altmelkend ist, übers Jahr hinweg noch Potenzial nach oben haben. Beim Fressverhalten ist auch interessant zu sehen. Man hat ja bei dem Trocknungsheu hier, werden ja die Blattanteile und die Sämereien und alles, es kommt mit in die Halle, was sonst eigentlich beim mehrmaligen Wenden abfällt. Also wir haben beim zweiten und dritten Schnitt haben wir einen Tag gemäht, einmal gewendet und am nächsten Tag geschwadert und heimgefahren. Also das ist in der Tat nur einmal gewendet worden. Und dieses ist es aber hier drinne und das liegt dann zum Schluss auf dem Futtertisch. Und wenn man das dann mit dem Besen beikehrt, ist dann das alles wie geleckt. Also die nehmen auch das mit auf sich. Und das sind halt auch Dinge, die man schwer in Zahlen ausdrücken kann, die schwer messbar sind. Aber es hat anscheinend auch so eine aromatische, diätetische Wirkung auch. Das würde das dann vielleicht auch erklären, warum eben die Kraftfutter-Einsparung da ist bei gleicher Milchleistung und die Grundfutterleistung dann entsprechend erhöht. Also wie gesagt, man kann es schlecht erklären. Wir haben jetzt Versuche, auch mit der Heuproben, mit der Landwirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen gemacht, wo in verschiedenen Chargen das eingeschickt worden ist, weil eben ganz schnell die Bröckelsachen gar nicht ins Labor reinkommen. Und dann haben wir jetzt verschiedene Versuche mit dem Dr. Leisen angestellt, dass wir sagen, dass man da vielleicht da auch noch ein bisschen
das tatsächlich an die tatsächlichen Werte rankommt. Die tatsächlichen Werte liefern uns ja die Zahlen. Ne? Also es ist ja, irgendwo, wenn ich die Werte habe und habe halt entsprechend mehr Futteraufnahme, ist ja dann die logische Konsequenz, dass man dann irgendwo die Grundfutterleistung erhöht. Ne? Ja. Und das sehen wir wirklich in der Praxis auch. Ne? Nochmal zu dem Punkt Heuwerbung. Sie haben angesprochen, jetzt ein Jahr Erfahrung. Nehmen Sie jetzt für die kommende Heuernte noch irgendwie Impulse mit, was Sie anders machen wollen oder noch irgendwie verbessern wollen oder Stellschrauben, wo Sie noch dran drehen wollen? Gewisse Schwierigkeit ist es, Ackerfutter zu trocknen. Gerade Rotkleegras, was mir natürlich für den Ackerbau alternativlos ist bei uns, höchstens noch eine Luzerne, ist aber bei unseren Böden jetzt auch nicht so geeignet. Also wir kommen den Rotklee nicht drum rum. Und der ist hier tatsächlich schwierig zu trocknen. Und da muss man wirklich sehen, dass man dann, wenn man eben Rotklee dabei hat, die Chargen gering, also klein hält, dass man dann nicht zu viel auf einmal reinfährt. Und dass man das dann eventuell dann ein-, zweimal noch umstapeln muss. Also das hat natürlich auch, das haben wir dann letztes Jahr beim zweiten Schnitt dann festgestellt, dass es erheblich die Trocknungszeit verkürzt, wenn das ganze Material noch einmal umgeschichtet wird. Und wenn man dann alles wieder auflockern kann und die Luft dann wieder schön zirkulieren kann, eventuelle feuchte Nester erwischt man dann und reißt die auf. Und dann kriegt man dann auch den letzten Batzen und das sollte man sich da gerade beim Ackerfutter sich jetzt nehmen und das, sich die Arbeit machen. Ja. Und was vielleicht mittelfristig noch dann die nächsten Investitionen wären eben Mähtechnik, Schwartechnik und Wendetechnik. Da gibt es ja auch Bandschwader und, wo man dann auch noch die Qualität des Futters noch steigern kann. Aber das ist dann so. Ja. Man braucht ja immer noch auch noch ein paar Dinge, die man noch als Ziel setzen. Aber das wären so die nächsten Schritte. Ja. Aber das war tatsächlich so den Duft von diesem Grummet am 16. September im Bregenzer Wald. Den habe ich heute noch in der Nase. Da bin ich heimgefahren und habe gedacht, verdammt, das ist doch was. Das muss doch bei uns auch möglich sein. Ja. Ja. Das war, also das ist komisch, aber das war so emotional der Auslöser eigentlich. Ne? Man muss das wirklich gesehen haben. Jetzt irgendwie, es war einem vorher schon ein Begriff, Heumelklar und Kuhlkran, ganze da oben hier, draußen halt auf Sido und so. Aber mal so richtig in der Praxis, mal so zum Anfassen und so, da kam so, denke ich, bei uns beiden so der Punkt, okay, das rührt's da auf. Und meine Frau und ich, wir haben vorsortiert. Wir sind also jedes Jahr im Herbst ins Allgäu gefahren zu Freunden und dann haben wir halt auf dem Programm mehrere Heubetriebe besichtigt. Ne? Mhm. Und da gab es unterschiedliche Auffassungen, welche Technik die richtige ist. Aber wo sie sich alle einig waren, war, keiner wollte mehr von dem System Heumilch zurück. Und alle waren irgendwie viel lockerer und gelassener. Das war direkt auffällig. Ne? Also das war direkt auffällig. Das ist so. Und wir haben, glaube ich, jeder so an die 20, 25 Betriebe, jeder von uns angeguckt. Das war wirklich so der Tenor Heumilch. Da waren wir in der Mitte von weg. Und alles, was die uns da, wo sie uns mit auch motiviert haben und begeistert haben, das ist letztendlich auch bei uns eingetroffen und das können wir jetzt im eigenen Leib erleben. Also das muss man auch von unserer Seite her danke an die Allgäuer und Österreicher Kollegen, aber auch in Norddeutschland waren wir, sagen, also die haben das bei uns bewirkt und das Tolle ist, wir haben die Halle so konzipieren können, dass wir gesehen haben, wo es zum Teil nicht ganz optimal gelöst war, dass wir da hier eine optimale Lösung gefunden haben. Und gestern war die Kranfirma da, der hat einmal im Jahr Inspektion gemacht und der das ist eine Firma aus dem Allgäu und der ist ja ständig auf verschiedenen Heubetrieben und hat gesagt, das ist die optimalste Halle, die ich jetzt so in meinem Kundenkreis habe. Also er sagt, das ist einfach auch technisch alles sehr gut durchdacht und gelöst. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie uns diesen kurzen Einblick in die Heutrocknung und in Ihren gesamten Betrieb gegeben haben. Und ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern für Ihr Interesse. Vielen Dank nochmal an die Familie Henkel für diesen Rundblick über ihren Betrieb und die Erklärung der Heutrocknungsanlage. Ich hoffe, Sie als Zuschauer hatten viel Freude und konnten einiges für sich mitnehmen. Bis zum nächsten Video.